Hallo auf dem Kanal Nati 1112 in Natis Bücherwelt. Heute gibt es wieder eine Rezension von mir und ich möchte euch heute über ein Buch erzählen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich spreche von Je länger, je lieber von Alexa Henning von Lange. Dieses Buch ist am 23. September diesen Jahres im C. Bertelsmann Verlag erschienen und er hat 345 Seiten. Wie immer lese ich euch als erstes den Klappentext vor. Alexa Henning von Lange erzählt in ihrem neuen Roman zwei mitreißende Liebesgeschichten und nimmt die Leser mit auf eine Reise, die sich über Deutschland und Kanada bis nach Südfrankreich erstreckt. Aus der Gegenwart in die Vergangenheit und zurück, um sie am Ende bei sich selbst ankommen zu lassen. Als ich diesen Klappentext gelesen habe, dachte ich eigentlich, ich glaube, ich habe es auch in dem Neuzugänge-Video, als ich dieses Buch vorgestellt habe, erwähnt, ich dachte, es handelt sich hier um zwei Romane in einem Buch, was ich ja eigentlich nicht so gerne mag. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. In diesem Buch handelt es sich um einen Roman, um zwei Frauen, nämlich eine junge Frau namens Mimi und ihre Großmutter Clara. Und beide haben so ihre eigene Liebesgeschichte, die in dem Buch erzählt wird, die sich aber dann letztendlich doch miteinander verbindet. Aber ich fange erst noch mal ein bisschen an, über den Inhalt euch zu erzählen. In diesem Buch geht es in der Gegenwart um Mimi. Mimi ist verheiratet und wähnt sich eigentlich in einer glücklichen Beziehung. Doch eines Tages erwischt sie ihren Mann mit einer anderen Frau knutschend auf der Straße. Todunglücklich geht sie nach Hause, packt einen kleinen Koffer und verschwindet zu ihrer Großmutter, die in einer kleinen Villa wohnt. Sie hofft dort, Ruhe zu finden und über ihre Gefühle zu ihrem Ehemann nachzudenken. Doch lang kann sie nicht drüber, oder sie hat keine Zeit, darüber groß nachzudenken, denn ihrer Großmutter geht es in dieser Nacht direkt sehr schlecht und sie muss ins Krankenhaus, weil ihr Herz Probleme macht. Und bevor der Krankenwagen mit der Großmutter Clara wegfährt, flüstert Clara ihrer Enkelin den Namen Jacques zu. Mimi ist natürlich erstaunt, dass sie diesen Namen noch nie gehört hat. Sie weiß gar nicht, wer das sein soll. Ihr Großvater hieß ja Gustav. Aber irgendwie ist Mimis Neugierde natürlich geweckt. Zumal, als die Großmutter in so eine Art Koma fällt, Mimi das Gefühl hat, dass ihre Großmutter etwas beschäftigt, das sie einfach nicht loslassen kann. Als sie wieder zurück in der Villa ist, fängt sie an, so ein bisschen rumzusuchen, ob es irgendeinen Hinweis über diesen Jacques gibt. Und tatsächlich findet sie dann einen ganz, ganz alten Kompass. Und in diesem Kompass ist der Name Jacques eingraviert. Jetzt ist natürlich ihre Neugierde noch größer und sie beginnt zu recherchieren. Gleichzeitig kommt ein Kinder- und Jugendfreund von ihr, Bruno, zu dem Haus ihrer Großmutter und erweckt in Mimi Gefühle, die nicht sein dürfen, da sie ja eigentlich die Ehe ihres Ehemannes oder ja diese Ehe retten möchte. Weiß aber eigentlich gar nicht, ob die Gefühle für ihren Ehemann noch so stark sind, ob sie verzeihen kann, dass er sie anscheinend betrogen hat. Ja, mehr will ich euch über die Geschichte nicht erzählen. So viel Mimi macht sich dann natürlich auf den Weg und man erfährt in diesem Roman, was die Schriftstellerin ganz toll hinbekommen hat, diese zwei verschiedene Liebesgeschichte. Einmal die Geschichte ihrer Großmutter, das spielt so in der Zeit von 1928 bis 1940 und dann in dem heute Mimis Geschichte. Und die Schriftstellerin hat es wunderbar geschafft, diese Zeitepochen so flüssig, also dieser Übergang war so flüssig, dass es einem wirklich nicht schwer fiel, die beiden Zeiten
ja, in die jeweilige Zeit reinzukommen, beziehungsweise letztendlich diese beiden Zeiten auch zu, ja, was da zusammengehört. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Schriftstellerin hat wirklich einen wunderbaren, unkomplizierten Schreibstil. Und ja, also ich kann es euch wirklich empfehlen. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Allein die Geschichte um Clara, die Großmutter, und ja, letztendlich auch der Kampf von Mimi, wie will sie ihr weiteres Leben verbringen, kann sie ihrem Mann verzeihen oder sind die Gefühle für Bruno vielleicht doch stärker? Das müsst ihr alle selber lesen. Ein toller Roman. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Ich hoffe, ihr merkt, wie begeistert ich davon war. Es hat 4 von 5 Sterne von mir bekommen, dieses Buch. Ja, 5 Sterne ist bei mir einfach ein Buch, was mich dermaßen vom Hocker gehauen hat. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut. Und wer so schöne Liebesgeschichte liebt und auch Geschichten, die eben in 2 Zeitepochen spielen, der ist mit diesem Buch ja, auf der richtigen Seite. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.